Guten Tag, mein Name ist Ernest Sukow, ich bin Schriftsteller. Nachdem die Corona-Pandemie ein wenig offenbar als im Abklingen betrachtet wird, ist endlich wieder die Debatte um die Klimakatastrophe, die alle auf uns zukommt oder die eigentlich schon da ist, im Fokus. Aber ich glaube, wir machen zu wenig. Wir machen natürlich sowieso zu wenig, was das Erreichen der Klimaziele angeht, aber das meine ich nicht, sondern ich meine, dass wir auch mehr machen müssen im Hinblick auf Präventivmaßnahmen, die dann helfen, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen. Und meiner Meinung nach werden wir sie nicht erreichen können. Wir müssen natürlich alles dazu tun, damit wir sie erreichen. Es gilt wie oft im Leben Gramsci: Pessimismus des Gedankens und Optimismus der Tat. Wir müssen also damit rechnen, dass wir sie nicht erreichen, aber wir müssen alles dafür tun, dass wir es doch schaffen. Aber wir müssen natürlich auch Lösungen haben und durchdachte Lösungen, was passiert, wenn wir das nicht schaffen können. Die Deiche müssen höher werden. Niemand weiß, was dann passiert und wie hoch der Meeresspiegel in welchem Szenario steigt. Und wir können ja von nichts anderem ausgehen als vom schlimmsten Fall. Der schlimmste Fall also muss genommen werden und dann muss geguckt werden, was machen wir? Wie hoch müssen die Deiche erhöht werden? Wo müssen die Deiche erhöht werden? Was passiert, wenn wir die Deiche erhöhen? Was passiert ökologisch, wenn wir die Deiche erhöhen? Was passiert bei einer Stadt wie Hamburg, wenn der Meeresspiegel, sagen wir mal, in den nächsten 25, 50, 75 Jahren um einen Meter steigt? Das ist ein offener Fluthafen. Also der ist von Ebbe und Flut abhängig, also ein Gezeitenhafen. Wenn jetzt der Meeresspiegel steigt, steigt die Elbe auch. Jedenfalls bis Hamburg oder ein bisschen drüber hinaus, vielleicht bis Lauenburg. Was passiert bei Stürmen, die doch dann zunehmen, auch an Intensität zunehmen? Die Sturmflutbedrohung an den europäischen Küsten wird immer höher. Und was für Europa gilt, gilt für Afrika, es gilt für Südamerika, für Asien, für die ganze Welt. Was ist dann notwendig an Schutzmaßnahmen? Müssen Städte verlegt werden? Wie ja schon in Indonesien Großstädte wie die Hauptstadt verschoben werden. Das alles muss bedacht sein. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, wissenschaftliches Know-how zu sammeln, das praktisch umgesetzt werden kann, das also nicht nur als Resultat hat, statistische Wahrscheinlichkeiten, wenn dann Fälle, sondern die sagen, ihr müsst das und das unbedingt jetzt machen und das ist unschädlich zu tun und es wäre besser, diese Lösung zu nehmen als jene Lösung, weil die eine ökologisch weniger Schäden verursacht als die andere. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir in absehbarer Zeit, möglicherweise schon in der nächsten Generation, davor stehen, dass große Teile des Festlandes in Küstennähe ständig überspült werden. Wir werden Probleme haben bei den Schifffahrtsrouten. Wir werden Probleme haben bei der Nahrungsmittelversorgung, weil Teile der Welt, die heute fruchtbar sind, vielleicht dann nicht mehr fruchtbar sind. Die Nahrungsmittelströme werden sich verändern bei gleichzeitig sich erhöhender Weltbevölkerungszahl. Und wir müssen unbedingt damit anfangen, internationale wissenschaftliche Kooperationen zu schaffen, die auf diese Sachlage eingehen und immer mit dem Worst-Case-Fall vor Augen Lösungen erarbeiten. Dankeschön.